Ja, Leute, wir sind noch immer auf der Eurobike und nachdem wir bereits Iohawk erfolgreich testen durften, natürlich nicht den Elite X, sind wir heute bzw. jetzt bei der Firma Trittbrett. Und viele von euch warten natürlich schon auf den neuen Roller, die Wilde Hilde. Ich sag mal Wilde Hilde dazu, sie heißt eigentlich Hilde. Ja? Aber die Wilde Hilde ist am Start als Prototyp jetzt bei der Firma Trittbrett und die schauen wir uns mal an. Die Wilde Hilde. Endlich ist sie da, die Wilde Hilde. Noch als Prototyp, aber zumindest endlich auf der Messe zu sehen. Ja, wir haben ja bereits alles getestet von der Firma Trittbrett. Wir haben die Kalle, den Emma, den Paul, den Fritz. Endlich die komplette Bandbreite. Und jetzt kommt ganz neu die Wilde Hilde. Ich sag immer wild dazu, aber eigentlich heißt sie nur Hilde. Ja? Preis ab 1.999 Euro, wenn ihr euch für einen 14,7 Amperestunden großen Akku entscheidet. Oder 2.299 Euro, wenn ihr euch für 16 Amperestunden entscheidet. Kapazität ist also vorhanden, aber das USP von diesem Roller ist ja folgendes. Größer, breiter und noch brachialer. Und dann nennt man ihn, wieso habt ihr ihn Hilde genannt? Name hat eine Bedeutung ja, zu meiner Familie. Und Hilde war eine Urgroßtante dritten Grades und die war Schauspielerin. Und die hat tatsächlich auch mal einen deutschen Filmpreis gewonnen. Das ist ja voll geil. Und das ist, also ich habe die selber nie kennengelernt, ja, ne? Aber das ist so die Schauspielerin, das ist der Aushängestern gewesen bei Weißner. Es gibt eine Hilde Weißner, kannst du googeln. Nicht dein Ernst? Doch. Und deswegen hast du den Roller Hilde genannt? Genau. Jetzt habe ich auch die Überleitung endlich verstanden. Okay, also das ist ja mega cool eigentlich. Also Freunde, es ist alles anders an der Hilde, im Vergleich vor allem auch zum Paul. Wichtig ist aber, ihr habt hier noch einen Prototyp stehen. Wir gehen mal ganz kurz auf die wichtigsten Specs ein. Kommt mal her. Wir fangen jetzt mal an mit der 11 Zoll Bereifung, die ihr natürlich fürs Gelände verwenden könnt. Das Ganze wird umrahmt von einer 160er Bremsscheibe. Die Bremse ist hydraulisch und dieses Bremsscheibenformat kennt man ja normalerweise aus dem E-Bike-Segment. Die Wilde Hilde hat natürlich richtig Druck und Power. Wir haben wieder einen Radnabenmotor hinten, 48 Volt und der wird gefüttert von dem Bosch-Motor aus dem Paul. Und ihr wisst ja, Paul, der hat so viel Power, so viel Druck, da kommt auch gerne die Karre vorne mal hoch, reicht vollkommen aus. Aber das USP von dem Fahrzeug ist neben natürlich der umfangreichen Ausstattung, die sich auch noch verändert. Ihr habt ja jetzt hier vorne die Gabel, ihr seht sie ja, die wird sich nochmal verändern. Wir werden also mehr Federweg bekommen und die wird auch einstellbar sein. Ist der Akku 14,7 oder 16 Amperestunden, dieser Akku ist aber herausnehmbar. Das ist jetzt alles noch ein Prototyp, da wird sich noch einiges verändern. Es wird später ein Schloss geben, hier direkt am Rahmen angebracht. Und dann könnt ihr den Akku von unten rausnehmen oder direkt wieder einlegen. Entscheidend ist aber, wenn wir uns mal das Heck angucken, kommen wir mit. Wir haben eine sehr einzigartige Schwingenkonstruktion, die hier abgerundet wird durch einen hydraulischen Dämpfer, der später aber noch zu einer Luftfederung umgewandelt wird. Das ist jetzt nur der Prototyp, später wird das eine Luftfederung sein, die ihr euch individuell einstellen könnt. Alles sehr massiv, also ihr seht schon, da geht einiges. Der Roller wiegt ja 35 Kilo, hat eine Zuladung von 150 Kilogramm, also da kann man auch richtig was raufpacken. Und hinten haben wir dann wieder unseren bewährten Bosch-Motor mit 500 Watt und Peak über 1000. Ich würde sagen Peak über 1000, ja. Wie viel er jetzt konkret hat, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich weiß nur, dass ich jedes Mal fast vom Paul runtergeflogen wäre, als man da Gas gegeben hat. Ja. Kellermänner gibt es an der Stelle nicht. Es wird noch mal ein Upgrade geben, also wir werden andere Blinker bekommen, vorne und hinten. Das ist jetzt alles noch Prototyp, ob auch die Halterung für die Kennzeichenhalterung so bleibt, kann ich euch nicht sagen. Ich weiß allerdings, wenn wir vorne die neue Gabel verbaut bekommen, dann kommt das Fahrzeug an sich auch noch mal 3 cm höher. Was ihr dann an Bodenfreiheit habt, ist amtlich. Also schaut mal, ihr könnt schon jetzt hier eine ganze Menge machen. Jetzt holen wir den Roller mal runter und gucken mal, was der Lenker und das Display sagt. Was ist das? Halt. Kann ich mal bitte die Schüssel haben? Ihr habt die Wilde Hilde, 35 Kilo Kampfschwein, ja? Mit dem wir später durchs Gelände halten. Mit einem pinken, winzigen Schloss abgesichert. Das ist voll süß. Das ist richtig. Das ist, ja, aber ich finde das voll süß. Ich würde es genauso machen. Ich würde es ganz genauso machen. Komm, ich mach das jetzt hier mal auf. Dann können wir das ganze Ding befreien. Scheiße, ich krieg's nicht hin. Hast du mir einen falschen Schlüssel gegeben? Ah. Weißt du, ich denke gerade schon an Fesselspiele mit meiner Frau. Das ist immer noch nicht der richtige Schlüssel. Scheiße. Probier du es. Nee, es gibt doch einen dritten. Nee, das war der dritte. Wie, das war der dritte? Jetzt! Jawohl. Oh. Schatzi, darf ich die mitnehmen? Jetzt schaut euch mal den Lenker an. Das sieht auch richtig gut aus. Da wird sich aber auch noch einiges tun, ja?
schöner, großer, breiter Lenker. Jetzt haben wir hier noch die klassischen Kellermänner, die mal schlanke 300, 400 Euro kosten. Die wird es später in der Konstellation nicht geben. Wir werden dann wieder Lenkerendenblinker haben. Der Lenker an sich ist auch so leicht nach unten geformt. Wir werden später einen geraden Lenker haben. Dadurch wieder mehr Stabilität und vor allem auch mehr Platz für Zubehör. Ganz, ganz wichtig. Schön ist aber, und das ist das USP von der Wilden Hilde, ist dieses Schild hier vorne. Ja? Also theoretisch könnte da auch euer Familienwappen raufgestanzt werden. Das ist kein Problem. Ja? Oder ihr schreibt euch Hilde drauf, was auch immer. Ich finde es extrem cool, eingerahmt dann auch hier mit dem Vorderlicht. Es sieht einfach Naked-mäßig aus. Man möchte am liebsten sagen, das ist so eine kleine Supermoto, so eine kleine Enduro. Ich will gleich ins Gelände, ab geht's. Und wenn es regnet, ja, dann verstecke ich mich einfach dahinter. Ist natürlich nicht der Fall. Kommt mal ganz kurz rum. Was auf jeden Fall neu ist, ist, dass wir kein Daumengas mehr haben, sondern wir haben einen Gasdrehgrill. Und das finde ich auch besser, weil wenn ihr jetzt längere Strecken fahrt, dann kommt das öfter mal vor, dass ihr dieses Feuerzeugsyndrom bekommt. Ja? Das heißt, irgendwie fängt ihr an, sich von alleine zu bewegen. Ja? Das hängt natürlich damit zusammen, dass du immer nach unten drückst. Gasdrehgriff ist deutlich besser. Wir haben dann natürlich noch einen Rekuperationshebel neben unseren klassischen hydraulischen Bremsen. Wir können das Licht einschalten und wir haben noch die Möglichkeit, hier Blinker rechts oder links auszuwählen. Alles noch Prototyp. Aber schaut euch doch mal dieses riesige Display an. Das ist tatsächlich auch neu und ein Unterschied zum VL-Modell, dass wir hier ein komplett neues und großes Display haben. Und dadurch, dass wir hier diesen Frontschild haben, auch immer wieder so diesen Schutz, falls mal das Licht von irgendwie von der Seite oder von vorne kommt, dass man das besser und vor allem auch gut ablesen kann. Fahren können wir ihn noch nicht, aber wir können ihn wieder zurück aufs Podest stellen. Und die Handschellen nehmen wir natürlich mit. Ja, da wir die Wilde Hilde ja nicht fahren konnten, habe ich mich dazu entschieden, einfach hier zu bleiben. Ich weiß ja nicht, was ihr dazu sagt. Ich finde das eine ziemlich geile Idee in dem Fall. Holger! Wann kommt denn das Serienmodell auf den Markt? Ende August geht's los, also Anfang September, Mitte September bei euren Händlern. Hängt ja auch immer davon ab, ob ihr noch eine Zollbeschauung habt oder irgendwas ähnliches. Kann ja immer auch was sein, ne? Ich glaube, dass wir Ende August beim Händler sind. Ich weiß, meiner Frau würde das jetzt gefallen, wenn ich jetzt hier einfach hängen bleiben würde. Ja, dann hat sie noch ein bisschen mehr Freizeit. Aber nein, so machen wir das nicht. Ich hoffe, der Beitrag hat euch gefallen. Wenn ihr mehr Informationen zu der Firma Trittbrett haben wollt, zu den Modellen von Trittbrett, guckt euch unsere Videos an. Guckt unten in die Videobeschreibung. Ich muss jetzt nämlich ganz schnell los, weil ich habe es irgendwie so eng gemacht, dass mir schon die Hand abschnürt. Ist schon blau. Ja, sie ist schon blau. Okay, alles klar. Das war's. Ihr macht jetzt bitte nur noch eins. Klicken, liken, abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Achso, ja, stimmt, da war ja noch was, ne?